Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um die Lösung gehen zum Thema bitweises Lesen, Setzen, Löschen. Es ging ja um die Programmierung des Kaffeeautomaten und es ging um das Problem, dass wir erkennen wollen, ob ein 1-Cent-Stück und gleichzeitig ein 2-Cent-Stück oder ein 5-Cent-Stück eingeworfen wurde. Nochmal in den Compiler, um dieses Problem nochmal zu sehen. Also ich habe direkt mal den Emulator angeworfen. Wir hatten das Problem, dass wir zwar ein 1-Cent-Stück erkennen können, auch ein 2-Cent-Stück erkennen können, dass wir aber nicht erkennen können mit unserer derzeitigen Software, wenn ein 1-Cent-Stück und ein 2-Cent-Stück gleichzeitig eingeworfen wird. Ich gehe noch mal in den Code hinein, um unser C-Programm nochmal aufzurufen. Also man sieht hier, es wird abgefragt, ob ein 1-Cent-Stück eingeworfen wurde, also ob das niederwertigste Bit gesetzt wurde oder das nächste Bit. Also alle einzelnen Bits haben wir abgefragt, wir haben aber keine Kombinationen abgefragt. Und das möchten wir tun, damit wir auch erkennen können, wenn mehrere Geldstücke eingeworfen werden. Ich hatte beim letzten Mal schon den Tipp gegeben, dass eventuell leichter mit einer if-Abfrage zu lösen ist. Also ich frage mal ab, if P1, und jetzt frage ich eben nicht, ob P1 gleich 1 ist, sondern ich frage nur nach, ob in P1 das niederwertigste Bit gesetzt worden ist. Das heißt, P1 und 0x01 ergibt nur dann einen Wert ungleich 0, wenn halt das niederwertigste Bit von P1 auch gesetzt wurde. So, und dann soll er Folgendes machen. Er soll den Betrag um 1 erhöhen, um 1 Cent. Und dann anschließend soll er eben nicht wie hier den kompletten Port gleich 0 setzen, sondern er soll nur das niederwertigste Bit gleich 0 setzen. Das mache ich durch die Anweisung und gleich. Das muss ein und sein. Und gleich und dann 0xFE. Okay, was bedeutet 0xFE? Schreibe ich mal als Kommentar dazu. Das ist also eine hexadezimale Zahl und die entspricht F sind 4 mal 1 und E 3 mal 1 und einmal die 0. Das heißt, hier wird nur das niederwertigste Bit gelöscht. Und in diesem niederwertigen Bit war ja gespeichert, dass ein 1-Cent-Stück eingeworfen wurde. Okay, die Klammer kann ich zumachen. Und das Ganze mache ich vielleicht auch nochmal für 2 Cent, damit man das mal ausprobieren kann. Also ich schaue nach, ob das zweite Bit von rechts gesetzt worden ist. Wenn ja, dann weiß ich, dass ein 2-Cent-Stück eingeworfen wurde. Das heißt, ich möchte den Betrag um 2 Cent erhöhen und möchte dann das zweite Bit von rechts löschen. Das heißt, ich brauche gleich ein Byte, in dem alle Bits gleich 1 gesetzt sind. Nur das zweite Bit von rechts muss gleich 0 gesetzt werden. Und das entspricht einem FD. Das heißt, ich muss hier eine Unverknüpfung mit FD machen. Und das gleiche machen wir nochmal eben einmal für 5 Cent. Wenn ein 5 Cent Stück eingeworfen wurde, dann ist das dritte Bit von rechts gesetzt. Also steht da 0x04. Dann soll er den Betrag um 5 Cent erhöhen und dann steht hier, da stehen 0 und da stehen zwei Einsen. Das dritte Bit von rechts soll gesetzt werden. Diese Zahl entspricht wieder 4 mal die 1, ist ein F und 1, 0, 1, 1, 1 sind 8 plus 2 wären A und dann 1 dazu müsste ein B sein. So.
Okay, den Rest, den löschen wir mal raus. Ich mache das jetzt nicht für alle Geldstücke, für alle Münzen, sondern das machen wir jetzt nur mal exemplarisch für diese drei Münzen. Das müsste es soweit auch schon gewesen sein. Ich kompiliere das Ganze mal. Ja, sieht gut aus. Und schicke das Ganze mal auf den Emulator. Okay, dann starte ich das ganze Programm. Und guck mal, ob die Münzen einzeln erkannt werden. Betrag 1 Cent hat er erkannt. Betrag 2 Cent hat er auch erkannt. Betrag 8 Cent, also 5 Cent hat er auch erkannt. Jetzt setze ich mal 2 und 1. Das heißt, er müsste zu diesen 8 Cent 3 Cent addieren in zwei Schritten. Und das macht er entsprechend auch. Addiert erst 1 Cent und dann 2 Cent nochmal oben drauf. Das kann man natürlich noch ein bisschen schöner machen, indem man den Seitenumbruch direkt dahinter schreibt. So, noch einmal kompiliert. Noch einmal auf den Emulator schickt. Und dann sehen wir gleich, dass das Programm soweit funktioniert. Das muss man natürlich jetzt für alle einzelnen Bits machen. So, und der müsste jetzt direkt 1 und 2 Cent akzeptieren und müsste angeben, dass da 3 Cent eingebaut.